Servus liebe Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Persona 3 Reload. Ja Leute, machen wir direkt weiter. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen was Neues entdeckt. Wir haben diese neuen Spezialfähigkeiten, diese Theorie, die ziemlich lange brauchen, um sich aufzuladen, aber ziemlich lustig sind und Bock machen. Und naja, ein paar Social Links haben wir gepflegt. Es ist nicht wirklich viel passiert, außer dass wir jetzt im Wohnheim auch was mit unseren Leuten machen können. Das heißt, wir können wahrscheinlich kochen oder Filme gucken. Das würde ich gleich mal auschecken, Leute. Legen wir los. So, zunächst einmal Tomaten erstmal ernten. Sehr schön. Gut. Ja, und einpflanzen können wir weiterhin Tomaten. Nacht kannst du mit deinen Gruppenmitgliedern rumhängen, was zu interessanten Enthüllungen führen kann. Oh. Manchmal verweisen sich solche Entdeckungen im Kampf als nützlich. Tja, machen wir das. Auf geht's. Ja, natürlich wollen wir Zeit mit dir verbringen. Sehr gut. Trinken wir Tee. WG-Leben. Nimm dir gerne ein paar Snacks, wenn du willst. Ja, nehm ich gerne. Hör, was ist das für ein cooles Outfit? Aha, wir können uns jetzt entscheiden. Sie hat gemeint, sind wir in irgendeiner Form von Ärger gekommen? Ja, sind wir, ne? Damals mit Akihiko. Nicht wirklich, ein bisschen schätze ich. Oder muss das jetzt sein? Naja, eigentlich ist das doch eine gute Gelegenheit. Ja, okay, Moment. Reden wir mal mit ihm. Ach Gottchen. Keine Ahnung. Ich dachte, es läuft auch was anderes hinaus, aber egal. Passt. Luxus-Nachtier haben wir bekommen. Sehr nett von dir. Aber jetzt ist nicht wirklich was passiert, ne? Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hat. Müssen wir öfter mal machen. Stimmt, den Typen müssten wir eigentlich auch nochmal treffen. Mann, ich vergesse es immer, dass wir nach dem Tartarus mal hier vorbeischauen sollten im Krankenzimmer. Ah, wir kriegen sogar eine Frage. Ich dachte, der labert nur. Welchen Aspekt früherer Religionen ist der Ursprung der Magie? Ich denke, der Schamanismus, oder? Okay. Peace out. Das ist aber wieder nur Scham, oder? Komisch, dabei ist es doch eigentlich Wissen. Naja, egal, komm. Das ist er. Okay, schauen wir uns das an, Leute. Was ist da? Auf geht's. Treten wir bei. Natürlich treten wir bei. Ach, Fuuka ist hier. Da schau mal her. Ist ja witzig. Und die Augen gleich wieder. Wie? Nein, aber bald. Deswegen. Ja, freilich. Gleich nach Schulschluss. Yoroshiku. Haben wir ein Kännchen für Kunst? Naja. Nicht wirklich, oder? Nein, irgendwie schon. Komm, irgendwie schon. Das ist, glaube ich, weniger. Ja, jetzt sind wir im Kunstclub. Cool. Und es ist ein Social Link, ja, wie wir schon gesehen haben, aber welcher? Mal sehen. Fortuna! Okay, gut, Fortuna. Aha, Akihiko will in den Tartarus. Ja, ich verstehe. Vielleicht sollten wir wirklich nochmal in den Tartarus gehen. Hier haben wir jetzt einen Bossfight. Uff. Mal sehen, wie wir uns anstellen. Oh, es wird auch Zeit, hier rauszukommen. Hilfe. Also gut. Es geht los. Das wird nicht so leicht. Mal sehen. Los geht's. Der sieht auch ganz neu aus. Los geht's. Bossfight. Ja, wir könnten mit der Theorie eigentlich starten. Stimmt eigentlich. Scheiß drauf. Vor allem unsere
ist flächendeckend. Los geht's. Die sind so witzig. Aber auch sehr gut, dass wir uns das aufgehoben haben. Oh, die sind alle umgefallen. So gut. Okay, gleich mein Großangriff. Also. Boah, die sind ja fast tot schon. Aha, sie buffen sich. Aber wir machen die Theorie. Ich meine, wozu haben wir sie denn aufgehoben? Ne? Los geht's. Hoffentlich hat er dagegen keinen Widerstand oder kann es blocken. Nee, kann er nicht. Er ist fast down. Wenn wir jetzt noch die Theorie... Aha. Aber er hat unseren Blitzstachel-Heini nicht erledigt. Und das bedeutet bye bye. Boah. Das war gut, ey. Weil wir uns die Theorien halt aufgehoben haben. 7700. Alle steigen auf. Yes. Okay, jetzt kommt unsere Belohnung. Erstmal ein Muskelshirt. Das Muskelshirt ist besser. Das ist ja geil, das nehme ich. Boom, alter Muskelshirt. Okay, was kriegen wir noch? Wir kriegen hier... Okay, können wir öffnen? Zwei Stück. Könnte ja was Besseres sein. Mal sehen. Komm schon. Konter ist ja echt keine schlechte Fähigkeit. Allerdings nur zu 10% wird das ausgeführt, aber okay. Und hier für 3. Mal sehen, das müsste was richtig Gutes sein, hoffe ich. Geile Waffe, also bitte. Dämmersplitter? Ja, natürlich wird es ersetzt. Krass, wir haben sogar eine Trophäe dafür bekommen. So, hier ist dieser Typ. Und der wird so schwer zu besiegen sein. Was kann der überhaupt? Moment, lass ihn angucken. Tja, wir wissen nicht, was Feuer, Blitz, Luft oder Licht macht. Ich probiere mal Licht. Aber wir müssen auch treffen, das ist es halt. Ja. Ich hab's mir gedacht. Na, ja, der wird uns abhauen, ich bin mir fast sicher. Es ist nicht möglich für uns, diesen Typen da aufzuhalten. Na, ja, wenigstens mal getroffen. Blitz haben wir auch nicht probiert und Feuer auch nicht. Mal sehen. Jetzt haut er ab, oder? Nee, noch nicht, geil. Ja, machen wir mal eine Dunkelheitsattacke gegen den Kern. Das ist die Schwäche, wir haben es geschafft. Dunkelheit. Geil, es gibt gute Belohnung. Moment, wie viel? Schauen wir mal. Ach so, wir könnten. Ja, ich nehme erstmal Geld. Gut. Ziemlich viel. Wie viel EP ist das? 2002. Wir sind jetzt schon wieder auf 23. Wir können coole Personas jetzt machen. So, da ist der erste neue. Es ist Matador. Bringen wir unser Blut in Wallung. Komm, tanz mit mir. Schaust nicht so fit aus. Yo! Ich bin bleicher Reiter. Das ist eine besondere. Aus 3 gemacht. Wenn deine Seele mich ruft, steige ich aus dem Hades für dich empor. Ziemlich mächtig, glaube ich. So, wen haben wir denn hier, Leute? Ich bin Narziss. Sag mir, wie fühlt es sich an, perfekte Schönheit zu erblicken? Weiß nicht. Ist das so? Ich habe jetzt Jack-O-Lantern aufgegeben. Dafür haben wir jetzt Shiza. Du bekommst deine Belohnung. Don't worry, be happy. Erschaffe eine Persona, die mindestens Stufe 23 ist. Alles klar, was kriegen wir dafür? Zuckerschlüssel. Moment, hier steht's. Dank Zuckerschlüssel kannst du nun King Frost fusionieren. Den Herrscher über den Schnee. Sehr witzig, jetzt können wir anscheinend diesen King Frost fusionieren. Haben wir jetzt die Fähigkeit erlangt? Ach egal, wir werden es irgendwann noch rausfinden. Okay, wir sind fertig. Meine Güte. Ja, machen wir Schluss. Schluss. Es gibt wieder was Neues. Vielleicht wegen diesem King Frost. Mal sehen. Oder vielleicht was anderes. So, nächster Tag. Gerüchteküche. Endlich geht's weiter. Wir waren so lange im Tartarus. Schlimm. Oh, sie lästert über Kiryu.
Ja, Elisabeth möchte, dass wir zum Velvet Room gehen, aber ich wollte gar nicht dahin. Allerdings können wir uns gar nicht entscheiden. Okay, dann sag mal, was geht ab? Eine menschliche Präsenz in Tartarus zwischen 48 und 53. Alleingelassen, aha. Die müssen wir retten. Das heißt, wir müssen wieder in Tartarus? Oh mein Gott. Ach, innerhalb einer vorgegebenen Zeit retten. Aha, im Anschlagsbett von der Polizeiwache. Das ist jetzt wieder ein neues Feature. Okay, alles klar. Wir verkaufen jetzt erstmal die ganzen Items. Wo war denn jetzt das Anschlagsbrett? Oder steht es hier? Ja, hier ist es. Aha, hier steht's. Ach Gott, wir haben ja noch bis zum 7., also bis zum Juli Zeit. Okay, das kriegen wir schon hin. Hallo, das ist gestern passiert. Okay, wir gehen jetzt dann also nicht gleich in Tartarus. Und wir haben ja gesagt, dass nach dem Tartarus könnte er vielleicht bei uns was filmen. Mal sehen. Wir wirken erschöpft, ja? Wunde, ein Virus, ein Fluch oder die Liebe? Oh, er wird uns irgendein Gebräu geben, was? Sante, sante. Sieht ein bisschen aus wie ein Tee. Klingt alles sehr gesund, aber nicht lecker. Ja, dann komm, yes. Trink mal. Riecht unglaublich bizarr. Ach du Scheiße, komm schon. Trink sie. Do it. Er meint bestimmt gut mit uns, oder? Hat sich nichts verändert? Okay. Ob es funktioniert oder nicht, ist unbedeutend. Du hast überlebt. Okay, probieren wir es nochmal, Leute. Versuchen wir mal vorsichtig zu sein. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hallo? Ja, genau. Da hat sie nachgedacht. Schön. Gehen wir zusammen nach Hause? Hey! Hey! Wir lernen sie jetzt endlich mal kennen. Ey, es hat wirklich gedauert, ne? Nein, mir macht das gar nichts aus. Entspann dich einfach. Vielleicht geht's ja. Ich weiß nicht, ob das gut für sie ist, sowas zu sagen. Wir gingen stillschweigend zurück zum Wohnheim. Da hätte ruhig mehr passieren können, oder? Ah. Ach Gott, die Arme. Ja, immer wenn man ein Gesprächsthema sucht, fällt einem gar nichts ein. Aber wenn man sich entspannt, hat man hunderttausende Themen. So ist doch immer. Ihr Haus liegt in die entgegengesetzte Richtung? Ich hätte dich fragen sollen. Vielleicht sollten wir sie jetzt nach Hause begleiten. Chihiro weiß, meine Gesellschaft zu schätzen. Ich habe das Gefühl, als wären wir uns etwas näher gekommen. Okay, wir haben den Link hergestellt. Das ist schon mal wichtig. Was ist das? Der Wagen? Was ist das? Oder die Waage? Nein, Gerechtigkeit. Oh. Stufe 1, meine Damen und Herren. Stufe 1. Ich will Sci-Fi-Roman lesen. Okay. Naja, wir könnten dadurch auch unser Wissen verbessern. Ist auch gut. Ja, lesen wir gemeinsam. Würdest du dir das ausmachen, von deinen Eindrücken zu berichten, wenn du fertig bist? Nein, lesen wir dieses Buch. Mal sehen. Ist schon so spät geworden? Schon wieder dieser Blick. Wir haben wohl gut harmoniert. Und unser Wissen ist ja um ein Pünktchen gestiegen. Aber immerhin. Okay. Okay, mit wem sollen wir heute was machen? Wir haben immer mehr Möglichkeiten, Leute. Aha, wir können mit ihr erst was machen, wenn unser Mut auf Teufelskern ist. Krass, okay, das ist für etwas später dann. Okay, wir gehen in den Schülerrat, habe ich entschieden, weil die sind nur Stufe 4. Von den anderen ist das das Niedrigste. Oh, es gibt Stress. Was ist denn jetzt schon wieder los mit dem Kerl? Ah, es geht um Zigaretten. Er verdächtigt sie.
演した女子が男子トイレに吸い殻を持ち込んだ可能性そんなこと言ってたら切りねえだろうが付き合ってらんねえ。Eieiei, Stress pur hier schon wieder. Alle wenden sich von ihm ab. Der ist da ein bisschen. Ah, wie soll man das dem verklickern, dass der es übertreibt? Hugo no Shuga. So ein Haufen Erntezahler. Ja, du solltest nicht alle einfach beschuldigen. Das müsste man eigentlich sagen, aber ich weiß, das bringt nichts. Ja, okay, wie entscheiden wir uns jetzt? So ein Haufen Neandertaler. Taktisch klug wäre es zu sagen, die sind echt schlimm. Aber eigentlich ist er der Schlimme. Aber ich pflichte ihm bei, weil dann bringen wir das Ganze hier schneller voran. Und er kommt schneller zur Einsicht, dass er doof ist. So ist es immer bei Persona. Früher oder später sehen sie es ein. Dass sie Neandertaler sind? Ja, du übertreibst es, aber jetzt merkt das selbst langsam. Hoffe ich. Ja, verlegen, ja. Ja, das bringt uns den Aufstieg, dachte ich mir eh schon. Stufe 5. Sie hat zu viele Zutaten gekauft. Ja, dann können wir doch kochen. Geil. Kochen wir was. Yeah. Sind wir ein guter Esser? Hm. Ich würde sagen, ja. Wie ein Schwein. Nein. Also wie ein Vogel sind wir nicht, wie ein Schwein sind wir nicht. Kommt auf den Geschmack an. Komm. Ist ja auch irgendwo wahr. Ach, so ein Schmarrn. Ey, wir kochen ja gemeinsam. Ist ja unser Werk. Ja, ich schneide schon mal die Tomaten. Los geht's. Wir haben ein sautiertes Hühnchen gemacht. Und? Oh, es sieht aber gut aus. Nicht gut? Ach, das Brustfleisch ist zu trocken. Ja, es ist so bei Hühnchen, ja. Wir kriegen ein sautiertes Hühnchen jetzt trotzdem. Nein, ich zweifle doch nicht. Ach, jetzt komm, das wird doch schmecken. Jetzt lass uns mal essen. Oh, wir gehen nach der Schule direkt nach Hause. Okay. Was ist denn hier los? Darf ich den Hund streicheln? Der Hund kommt? Oh, wie goldig! Der Hund ist seit einem halben Jahr ein Streuner. Das... Vielleicht kommt er ja zu uns, der Hundi. Das heißt, es ist ein Streuner, der eigentlich ein Mönch gehörte, der aber schon seit einem halben Jahr tot ist, okay? Hm. Vielleicht kommt er irgendwann in unser Team, wäre ja witzig. Wie in Persona 5 Morgana. Okay, wichtige Besprechung. Hallo zusammen. Ja, wieder neue Forschungserkenntnisse. Mal sehen, was es ist. Achso, Schatten können sich in 12 Kategorien einteilen lassen. Okay, und wenn sie jeden Mond kommen, kommen 12 verschiedene Schatten, logischerweise. Ja, was ist das Motiv der Shadow? Es gibt noch überhaupt noch keine Story, Mann. Ja, sie töten sie nicht, sondern machen sie apathisch. Noch 8 müssen wir erledigen, große, okay. Und 4 haben wir schon erledigt, okay. Und sie werden immer stärker, klar. Ja, warum existiert der Tartarus überhaupt? Das wird hier noch gar nicht angeschnitten. Was ist denn los? Wollt sie was sagen? Sie wollte was sagen. Langsam beginnt alles Sinn zu ergeben, noch nicht ganz, finde ich. Die großen Schatten, die nur bei Vollmond erscheinen,
Warum es sie wohl gibt? Ja, das wissen wir nicht. 18 noch übrig. Ein langer Weg. Ah, ich kann mit Sander da, glaube ich, eine DVD jetzt mal gucken. Und dadurch können wir uns ja... Was? Wir gucken uns Boxen an und dadurch wird der Mut verbessert. Mut brauchen wir eh. Okay. Los geht's. Yes. Ich denke, starke Punches finde ich geil. Ja, ist einfach so. Ich mag auch Leute, die gut ausweichen können, gute Beine machen. Amateur-Headgear-Gatte-Muskaschinger. Jetzt kannst du dich jedenfalls mit uns darüber unterhalten. Super. Gerne. Steigt jetzt unser Mut, ja? Ein Pünktchen halt. Naja. Reicht noch nicht. So, es ist Sonntag. Wir haben doch jetzt mal Zeit. Aber ich weiß nicht, ob wir nochmal online gamen sollen. Irgendwie ist das so kacke, ey. Da passiert in letzter Zeit gar nichts. Wir können uns mit Bebe treffen. Was mit traditioneller japanischer Volksmusik? Ja, gut. Ich mag das auch teilweise. Allerdings ist schon sehr ungewöhnlich. Ob mir das Zirpen von Grillen gefällt? Ja, es ist super. Bebe singt fröhlich. Ich habe das Gefühl, dass wir uns heute sehr viel näher gekommen sind. Das heißt, wir haben einen Aufstieg. Oder? Nee, wir hatten gar keinen Aufstieg. Was soll denn der Scheiß? Das war ja wohl echt ein... Das war wohl nichts. Ist hier irgendwas Neues? Hier ist wieder so eine Videoaufzeichnung. Wessen Zimmer ist denn das? Das ist Junpeis Zimmer. Wir haben eine Videoaufzeichnung von Junpeis Zimmer? Was macht Kirio hier? Detective? Was suchen die hier? Ich habe nichts angefasst, wie gewünscht, sagt sie. Ich sag's nur ungern, aber vermutlich ist er... Ja, was ist hier los? Yuri. Haben die gedacht, er ist weg, oder was? Ja, die haben gedacht, er ist weg. Wo warst du denn? Na, was für eine Scheiße. Er ist im Manga-Café eingeschlafen. Okay. Einbrecher? Sie denkt, er ist ein Einbrecher, weil hier alles durcheinander ist. Vandalismus in einem Wohnheim. Wenn ich rausfinde, wer das war, rollen Köpfe dabei. Dabei ist er einfach nur unordentlich, glaube ich, oder? Ist das ein Idiot? Und sie hat total überreagiert. Aha, das ist die Story hier. Nani? Was ist mit der Tür? Die stand offen. Ich wollte durchlüften. Du schreist mich nicht mal an. Warum rufst du die Polizei wegen des Unordentlichen? Ich verstehe so langsam. Diese Videoaufzeichnungen sind so witzige Episoden, die halt so passieren. Das ist ja auch ganz lustig. Also, Kaffee können wir nicht arbeiten, Karaoke ist voll, können wir diesen Burger probieren vielleicht? Können wir. Geil. Der neue Burger. Es war nicht leicht, aber ich habe alles geschafft. 2 Pünktchen. Yeah. Leider steigen... Wir sind knallhart jetzt, dank des Burgers. Das ist eine kartesische Gleichung. Ich glaube, es kommt eine Frage, aber ich habe davon keine Ahnung. Oh, das könnte die erste Frage sein, die wir nicht richtig beantworten. Moment. Ayori wird gefragt.
reden wir überhaupt noch über Mathe? Weißt du die Antwort? Nee, keine Ahnung. Wie nennen die Leute die Kurve noch? Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich denke, es ist die orthogonale Kurve, weil die anderen keinen Sinn ergeben, oder? Nee, es war falsch. Das ist unsere erste falsche Antwort. Oh, was wäre denn? Was, die Hexe von Agnesi? Das hätte ich nicht gedacht. Ah, das war das erste Mal, dass wir nicht richtig geantwortet haben. Tja. Okay, wie ist die Reaktion jetzt? Ich gab ihm die falsche Antwort. Da passiert auch nichts. Ja, schade. Schade, aber was willst du machen? Wenn ich es nicht weiß, weiß ich es nicht. Okay. Leute, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Wir haben einiges erlebt. Ich war heute 2 Stunden im Tartarus. Ansonsten haben wir auch noch ein bisschen was gesehen. Aber ja, es geht so langsam vorwärts. Schauen wir mal. Leute, das war's aber auf jeden Fall mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.